Hi, hier ist Manu aus dem BTTV Trainerteam. Meine Tipps für ein erfolgreiches Koordinationstraining zu Hause sind zuerst die leichtere Übung komplett fehlerfrei durchführen zu können, um dann die nächste Schwierigkeitsstufe zu versuchen. Der zweite Tipp ist, dass man das Ganze auch möglichst in einem Rhythmus durchziehen sollte, also nicht stocken oder nicht überlegen müssen, was als nächstes zu tun ist in der Leiter. Der dritte Tipp ist, das Ganze immer auf dem Vorderfuß zu machen, also nicht das Gewicht auf dem ganzen Fuß oder sogar auf der Ferse zu haben, sondern immer nach vorne orientiert arbeiten. Und mein letzter Tipp ist, seid kreativ und habt Spaß an der ganzen Sache. Ich wünsche euch viel Spaß und freue mich auf eure Videos.